Hi Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Let's Lore-Reihe. Ich sage jetzt einfach Let's Lore zu Resident Evil 4. Ich werde in einem relativ ausführlichen Let's Play vor allem die Lore aus Resident Evil 4 ergründen. Wir werden uns überall sehr genau angucken, was wir so finden können und das interpretieren und in Verbindung zueinander setzen. Wir werden viele Theorien aufstellen, viel gemeinsam lernen, das ich jetzt auch noch nicht weiß. Und ich werde euch alles, was ich bis jetzt schon herausgefunden habe, erklären und euch teilhaben lassen. Nebenbei will ich das Spiel aber auch grundsätzlich sehr ausführlich spielen. Das heißt, wir werden sehr viele Nebenquests machen und die Schätze alle looten und so weiter. Alles, was uns vielleicht ein paar Informationen über das Spiel verschaffen könnte, werden wir uns anschauen. Na schön, Leute. Dann, welchen Koffer habe ich eigentlich ausgerüstet? Den Pistolen-Munitionskoffer, das ist okay. Welche Anhänger habe ich dran? Flintenmunition, grünes Kraut heilt besser. Mein einziger epischer Anhänger bis jetzt. Finde ich schon ein bisschen gemein. Ich hätte gern mehr epische Anhänger. Und MP-Munition. Ja, die stelle ich auch meistens her. Das macht Sinn. Okay, machen wir weiter. Kapitel 1 haben wir beim letzten Mal beendet. Kapitel 2. Let's go. Jetzt kriegen wir noch ein kleines Schleichtutorial. Opferlamm. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Und dann geht's zum Händler. Es beginnt jetzt. Nein, ist das die Stimme von Sadler? Kommt, Leute. Das ist jetzt aber echt sehr komisch besetzt. Also wirklich. Der Händler ist wirklich, der Händler ist das Schlimmste. Hey, sachte. Also Mann, wie heißt du? Aber Sadler geht gar nicht im Deutsch. Come on. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das. Du tust mir weh. Und ich habe genug am Kopf. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage. Hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja. Mann, deinetwegen gehe ich noch. Ja. Nos vemos, amigo. Ja, ich muss sagen, Leons deutsche Stimme finde ich voll in Ordnung. Also, da habe ich viel Kritik gehört, aber den finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber alle anderen, die ich bis jetzt gehört habe, sind nicht so gut. Die verlieren ein bisschen an Persönlichkeit. Die sind im Englischen schon sehr viel besser, das muss man schon sagen. Also, gerade jetzt Luis, aber auch der Händler und auch Sadler finde ich im Deutschen einfach nicht sehr gut besetzt. Und der Synchronsprecher von Luis im Deutschen versucht auch irgendwie nicht mal einen spanischen Akzent irgendwie hinzukriegen. Vielleicht ist es auch besser so, wenn er es nicht von Natur aus macht, aber wirkt wie ein anderer Charakter. Ja, irgendwie komisch einfach, ne? Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. So,
Der Raum ist jetzt noch relativ interessant, finde ich, weil hier sehen wir sehr viel Werkzeug, ne? Sehr viel Schaufeln und Zangen und Stiefel, Arbeiterstiefel und alles Mögliche, was man hier so findet, deutet darauf hin, dass hier mal wirklich irgendwie hart gearbeitet wurde. Das ist aber alles so zur Seite geschoben, ne? Hinten einfach in irgendwelche Behälter reingeworfen und das spielt keine Rolle mehr. Die Arbeit, die hier vollrichtet wurde, ist schon lange vorbei. Stattdessen, man sieht es an den Ketten, die überall von der Decke hängen, man sieht es an diesem Besteck, das hier liegt und nicht sehr, sehr nett aussieht und vor allem an diesem Stuhl auf einer Plastikplane voller Blut. Das hier ist ein Folterraum, ein Verhörraum. Und das finde ich deswegen lore-technisch ganz interessant, denn das deutet ja zumindest stark darauf hin, dass die Übernahme eines Pluggers offensichtlich nicht bedeutet, dass die Erinnerungen erhalten bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Scheinbar kann dieser Plugger nicht auf Erinnerungen zugreifen. Also sonst könnte man Leute ja einfach mit dem Plugger infizieren und warten und dann kriegt man, nachdem sie treue Anhänger sind, alle Informationen, die man haben will. Scheinbar funktioniert das aber irgendwie nicht so. Das ist aber wieder ein bisschen verwirrend, weil tatsächlich würde später bei einigen Aufzeichnungen vielleicht schon auch eher angedeutet, dass es eben doch so funktioniert, dass zumindest Teile der Persönlichkeit erhalten bleiben. Vielleicht ist das aber unzuverlässig, ne? Vielleicht sind es nur wirklich Persönlichkeitsmerkmale und nicht wirklich vollwertige Erinnerungen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, aufgrund dieses Raums wird der Plugger nicht die volle Erinnerungen des Wirts übernehmen, beziehungsweise wird der Wirt Erinnerungen verlieren, Teile seiner Persönlichkeit verlieren. Nehme ich jetzt mal an. Okay. Was wir jetzt quasi hier vom Spiel präsentiert kriegen, ist so ein bisschen ein Messer-Tutorial. Jetzt sollen wir quasi uns hier ein bisschen stealthig rausschleichen, Stealth-Kills machen, Nahkampf mit Messer. Machen wir. Warum denn auch nicht? Ein Küchenmesser in Ehren muss jeder begehren. So, sehr gut. Ich werde leider auch die Ratten töten, weil das gleich für eine optionale Quest wichtig ist. Wobei ich das nicht... Ich kann es nicht gut heißen. Die tun keinem was. Was soll das eigentlich? Die sind nicht mit Plugger infiziert. Die krabbeln hier einfach nur rum und leben ihr Leben. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Finde ich nicht gut. Also, das wollte ich euch eigentlich in der letzten Folge schon zeigen. Das ist jetzt nichts Lore-spezifisches, sondern was Spielmechanisches, das mich stört. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ziele, ne? Mit der Pistole, die ich gerade nicht habe, ist ja egal, kann ich halt die Kamera bewegen. Leon dreht sich quasi mit der Kamera und guckt immer in die Richtung, in die ich die Kamera drehe und greift in die Richtung an, in die ich die Kamera drehe. Wenn ich jetzt aber mit dem Messer angreife, dann drehe ich die Kamera und Leon reagiert nur so langsam auf meine Eingaben. Und dann dauert es ein bisschen, bis er aus der Messeranimation rausgeht. Ne? Ich muss quasi Leon in die Richtung ausrichten, in die er angreifen soll. Er greift nicht in die Richtung an, in die die Kamera zeigt. Und das stört mich bei den Messerangriffen. Wenn ich die Kamera so drehe und ich sehe hinter mir den Gegner, drücke ich teilweise die Messertaste, weil ich den hinter mir angreifen will. Und Leon haut in die Kamera und dreht sich dann beim Schneiden so langsam um. Das finde ich nicht gut, einfach. Ne? Das wollte ich nur... ich habe es jetzt zweimal durchgespielt, das ist der dritte Playthrough und das stört mich immer wieder. Da gewöhne ich mich auch irgendwie nicht dran. Das fühlt sich einfach unnatürlich für mich an, nicht gut. Der hat gerade noch was gesagt, obwohl ich ihm den Mund zugehalten habe. Vielleicht hat der Plugger aus seinem Torso rausgeredet. Gerade beim Rattenjagen mit dem Messer fällt mir das immer wieder auch auf. Dass ich halt immer gucken muss, in welche Richtung Leon zeigt und nicht wohin zeigt die Kamera.
Na gut, dann holen wir uns mal unsere Ausrüstung zurück. Lore-technisch steckt hier, glaube ich, nicht viel drin. Wir sehen ja, dass das offensichtlich mal irgendeine Art Fabrik war. Hier ist Kohle zum Heizen, riesige Kessel. Ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu beurteilen, was das ist. Es könnte eine riesige Distille sein, könnte ein riesiger Heizapparat sein, ne? Irgendwas. Auf jeden Fall irgendein altes, verfallenes Fabrikgebäude. Und da frage ich mich halt auch wieder, passen hier die zeitlichen Komponenten? Kann das Gebäude... Oh, nein. Aber komm, vielleicht schaffen wir es noch. Leon, beeil dich ein bisschen, das geht noch. Nein, er macht es nicht mehr. Ah, blöd. Kann es wirklich sein, dass das Gebäude so stark verfallen ist, dass ganze Wände fehlen und so weiter, wenn das seit 25 Jahren leer steht und nicht mehr benutzt wird? Das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Da müsste die Fabrik, finde ich, schon vorher in keinem sehr guten Zustand gewesen sein, dass das nach 20 Jahren dann schon so aussieht, oder? Oder? Ich bin mir auch nicht sicher. Ah, das war keine Absicht. So, jetzt machen wir es. Aber das kann ich auch wirklich jetzt ganz schwer beurteilen. Ich bin kein Gutachter, was Bausubstanz angeht und so, keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, so ein Fabrikgebäude nach 20 Jahren wäre vielleicht noch nicht ganz so kaputt. So, jetzt müssen wir sehr viel Inventar managen, weil das Spiel schenkt uns jetzt an der Stelle aus irgendeinem Grund super viel Zeug. Was liegt hier eigentlich noch? Eine Arzttasche? Ist das? Das sieht aus wie ein Päckchen Drogen, oder? Das sieht aus wie so ein typisches Filmpäckchen Drogen. Hm. Interessant. Na gut, gucken wir mal, wo wir ein bisschen Platz in unserem Inventar schnell machen können. Das finde ich übrigens noch interessant. Wir haben in der Farm eine Weinkanne gefunden. Eine Weinkanne an der Stelle, an der wir eigentlich den Bierstein hätten finden müssen. Den Masskrug. Die haben den Masskrug gegen Wein eingetauscht. Und ich frage mich, warum sie das gemacht haben. Warum haben sie den Bierkrug quasi neu interpretiert, um einen Weinkrug draus zu machen? Hä? Capcom! Da hätte ich gern mal eine Erklärung von euch. Nee, das würde mich aber wirklich interessieren, weil, ne, es kann ja eine komplett zufällige, random Entscheidung gewesen sein, ohne irgendwie einen großartigen Gedanken dahinter. Ist ja alles möglich. Duo-Duo-Bonus ist anscheinend auch nicht schlecht. Nehmen wir den. Aber ich frage mich, ob hier vielleicht auch die Entscheidung deswegen getroffen wurde, weil die Überlegung war, dass man vielleicht Spanien eher noch so ein bisschen mit Wein statt mit Bier verbindet. Und vielleicht, ne, im ersten Teil war das vielleicht so ein bisschen, oder im Original besser gesagt, war das vielleicht so ein bisschen so, ja, Europäer, keine Ahnung, Bier, Bierkrug, typisch europäisch. Ne, ich weiß nicht, wie Europa aus der Sicht von Japanern strukturiert ist, ob die da besser differenzieren als Amerikaner. Ich vermute es, ehrlich gesagt, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es ist nur so eine Idee, ob vielleicht irgendwie sowas dahinter liegen könnte, dass man gemeint hat, man wollte hier vielleicht in irgendeiner Form kulturell sensibler sein oder so. Ne? Ich kann es nicht sagen. Aber das sind so meine Gedanken dabei gewesen, als mir aufgefallen ist, dass der ausgetauscht wurde. Weiß ich nicht. Ah, wie kriegen wir jetzt die ganzen Küchenmesser noch unter? Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Lass es doch liegen. Aber ich habe es euch im ersten Teil erklärt, falls ihr meine alten Let's Plays nicht kennt. Nix wird hier liegen gelassen. Nix verkomme lasse. Aber jetzt muss ich echt gucken. Das kriegen wir nicht mehr unter, das letzte Messer. Es geht nicht. Ich könnte höchstens das braune Ei essen. Ich esse das braune Ei. Und dann passt's genau. Müssen wir nur ein bisschen umsortieren. Achso, warte mal. Ja. Ich mach's irgendwie nicht besser. Okay.
Nein, ich krieg's nicht hin. Was ich auch mache, so jetzt passt's. Gut, hier haben wir ein verschlossenes Kästchen. I'll be back. Sind hier noch... Ah ja, jetzt kommt unser guter Freund. Hier drüben, Fremder. Eigentlich zum ersten Mal. Eigentlich an der Stelle zum ersten Mal. Ich guck noch mal ganz kurz hier rein, ob wir hier irgendwelche Gerätschaften sehen. Aber wir haben hier nichts außer Industrieöfen, ne? Wir haben hier eine Minenlore, okay. Ja, hier wurde irgendwie auch ganz schön Öfen mit Kohle beheizt. Aber ich glaube, es ist nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Zumindest nicht für mich, was hier gemacht wurde. Wenn ihr irgendwie Industriemenschen seid, große Industriefans, könnt ihr mir gerne sagen, ob diese Architektur, diese Maschinen, diese Gerätschaften für euch irgendwie großartig Sinn ergeben und ob ihr zum Beispiel sagen könnt, ja natürlich, das ist eine Brauerei ganz eindeutig, ich arbeite da jeden Tag oder ne, Eisenschmiede, was weiß ich. Tatsächlich ist hier auch viel Metallschrott, ne? Hm, okay. Aber auch viele Säcke mit irgendwas und Kabel, hier ist einfach alles, ne? Hier ist einfach alles. Ah, guck mal, aber hier ist sogar eine Schiene durchgegangen. Eine Schiene, die die Kohlenloren hierher gebracht hat. Okay. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ja, lass uns wirklich mal zum Geschäft kommen. Gut. Händler hat hier auch Tutorials für uns, die wir aber nicht mehr brauchen. Der erklärt uns jetzt den Handel mit den Spinels und so weiter. Einsame Spitze, Fremder. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Der gibt sich wirklich Mühe, der Synchronsprecher. Ich will dem nichts vorwerfen. Aber es bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz, den zu hören, wo ich ihn auf Englisch gewohnt bin. Wirklich, es bricht mir das Herz. Ach ja. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alle. Eine interessante Wahl. Also ich meine, hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Besten Dank. Komm. Lass mich mal schnell gucken. Ich würde ganz gerne lieber die zwei gelben hier einsetzen. Dann haben wir nämlich einen sehr viel höheren Wert. Willkommen. Und mit dem recht hohen Modifikator macht das, glaube ich, schon ein bisschen Sinn. Finde ich auch schön. Finde ich auch schön, dass man die Schätze jetzt selber so zusammensetzt. Nämlich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So, jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Ich gehe mal auf Kaufen. So. Wir haben hier deine die ganzen Kohle Waffen, die ich in meinem ersten Playthrough schon mal besessen habe, aber dann wieder verkauft habe. Ich habe jetzt schon eine Pistole, die werde ich jetzt behalten und auch hochleveln. Ne? Genau, die behalten wir jetzt für den Durchlauf. Wenn du eine Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Was wir jetzt brauchen ist, okay, Gewehr und Dingsi. Wartet mal ganz kurz. Ich muss kurz rechnen. Dann nehme ich jetzt mal Warum nämlich... Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? 10.000. Könnte okay, kann ich mir alles leisten. Dann werden wir uns jetzt neu ausrüsten und dadurch leider natürlich schon auch sehr viel Feuerkraft verlieren. Ich vermisse ein bisschen meine Übermacht, aber... Es ist für die Wissenschaft. Gut. Dann kaufe ich jetzt nämlich nur Waffen, die ich noch nicht hochgelevelt habe. Und dann ist es fast so, als würden wir ein relativ neues Spiel starten, was ich ganz gut finde. Und ich habe auch ein neues Spielerlebnis mit sehr vielen deine neuen Waffen. Kohle oder dein Leben. Hoho, mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Das finde ich sehr schön, dass der jetzt wirklich kleine Sätzchen zu jeder einzelnen Waffe für uns auf Lager hat. Das mag ich. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen.
Gut, dann kaufen wir noch die Broken Butterfly. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen, es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Da hat er recht, die Broken Butterfly hat eine wunderschöne Nachladeanimation. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. So, ich glaube... Eine Gutheit, probier mal, ob's passt. Genau, stecken wir noch ein bisschen Power in Pistole und Schrotflinte. Jetzt lass mich mal schnell schauen. Genau, passt auf, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben, werde ich das biosensorische Zielfernrohr mal verstauen, weil das brauchen wir aktuell eigentlich wirklich nicht. Wahrscheinlich, ja, muss ich jetzt auch mal die Waffen nochmal neu belegen. Kurzes Management, das gehört auch dazu, Leute. Das gehört auch dazu. Auch wenn die Lore hier im Fokus stehen soll, ist es ja immer noch quasi ein Let's Play. Lass mich überlegen, wie habe ich meine Waffen eigentlich immer gehabt? Die TMP gehört hierhin. Genau. Das Scharfschützengewehr, da können wir gleich mal das Visier anbringen. Das gehört hierhin. Und die Magnum, die Broken Butterfly in dem Fall, gehört hierhin. Und dann sind wir gut. Ach so, stimmt. Den habe ich ja ganz vergessen. Den brauchen wir auch noch. Okay, dann haben wir erstmal alles an neuem Equipment. Genau, da haben wir ein Zielfernrohr. Bei der TMP brauchen wir gerade kein Zielfernrohr. Gut, sind wir gut ausgestattet. Ich habe einen Pfeil gerade für meine Armbrust, sonst nix. Aber das ist okay. Den kann man ja mit ein bisschen Glück wiederverwerten. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, alles gut, weiter geht's. An der Stelle hatte ich bei meinem ersten Playthrough echt Probleme. Ich habe mittlerweile eine ziemlich schöne Stelle gefunden, an der man die erste Welle schön aussitzen kann. Ich finde es sehr schön, dass man hier... wisst ihr, die meisten Gegner hier spawnen ja erst, wenn man die Arena betritt. Aber die stellen einem schon so eine Handvoll Gegner hin, damit man die im Vorfeld schon wegsnipen kann. Das finde ich einfach nett. Das finde ich schön. Das fühlt sich so an, als wäre man super clever und toll, dass man hier schon so klug die Gegner ausschaltet. Auch wenn die nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, ne? Wenn man sich anguckt, was da gleich noch kommt. Ah, da ist noch jemand. Okay, Leute, dann begeben wir uns mal hier in die Höhle des Löwen oder der Löwen. Des Rudels. Und ich gehe hier in das Haus. Hier in dem Haus haben wir eine verschlossene Tür. Da kommen die nicht rein. Die können nur durch das Fenster rein. Und da kann ich sie rausschießen. Und nette Dynamitleute werfen auch noch immer wieder Dynamit rein. Und hier kann man sich sehr gut verbarrikadieren. Ist ein guter Tipp für die Stelle. Falls ihr da auf höheren Schwierigkeitsgraden struggelt, geht in das kleine Häuschen und bewacht das Fenster. Die kommen alle. Ganz genau. Und sprengen sich auch noch schön in die Luft. Ne? Das ist doch irgendwie schön. Könnte ich den ganzen Tag machen. So, jetzt gibt mir leider gleich die Pistolenmunition aus, aber wir haben noch eine frische TMP. Kein Ende.
Doch, doch, Leon. Glaub mir. Alles nimmt ein Ende, nur Resident Evil hat 2. Hä? Die TMP ist so unglaublich ungenau, oder? Also zumindest jetzt hier im Standardmodus. Macht doch wirklich keinen Schaden. Guckt euch an, wie durchlöchert der ist. Der besteht nur noch aus Kugeln. Nur noch aus Parasit und Kugeln. Gut, schön langsam gehen leider unsere Munitionsvorräte zu Neige. Aber guckt euch an, was wir hier für einen wunderschönen Batzen Loot haben. Gefällt mir. Habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott, das ist ja nice. Die Animation nach einem Schuss, wenn er die Waffe dann so einmal so rumdreht. Das ist ja schön. Oh, dass der einen Schuss das nächste Mal überlebt, finde ich aber nicht so schön. So, ich mache schon mal die Tür hier auf für später. Das spawnt, glaube ich, die nächste Gegnerwelle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier werden irgendwie mehrere Wellen gespawnt in dem Gebiet. Ich weiß aber nicht genau, unter welchen Kriterien eigentlich genau. Ich glaube, das hat mit verschiedenen Schlüsselpositionen, Triggerzonen zu tun, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oh, die verbünden sich hier. Die timen ihre Angriffe ganz schön gemein, die zwei. Sorry, keine Absicht. Die Stimme kommt mir auch sehr bekannt vor von Leon. Die kommen mir alle sehr bekannt vor, die bis jetzt geredet haben. Ich werde jetzt mal der nächste Gegner, den ich sehe. Ich höre einen. Ah, da hinten. Werde ich jetzt mal meinen einzigen Pfeil feuern. Na super. Ich habe nicht viel Erfahrung mit der Armbrust. Die habe ich nie so wirklich benutzt. Aber das ist eben das Coole, ne? Ich habe mir den Bolzen halt jetzt einfach wiedergeholt. Und das finde ich schön. Ich höre Dynamit. Ich glaube, ich gehe mal wieder in meine Hütte. Oh, der war ein bisschen zu nah an mir dran. Ich glaube, ich mag die Waffe. Ich glaube, wenn die ein bisschen mehr Munition im Magazin hat und so, ist das eine schöne Waffe. Oh! Mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet. Oh, ich sollte nachladen für euch hier irgendwie. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum die sterben, wenn ich ihnen die Köpfe wegschieße. Weil, ist das nicht der natürliche Lauf? Ist das nicht genau das, was eigentlich mit diesem Plugger passieren soll? Das sehen wir doch auch im späteren Spielverlauf noch, dass ja eigentlich dieses Entfernen der Köpfe sogar was Rituelles ist für die Plugger. Also im Endeffekt. Wundert mich das. Aber vielleicht sind die einfach noch nicht reif, ne? Oder die haben halt doch auch im Kopf irgendwelche wichtigen Organe. Und indem man die Köpfe zerstört, zerstört man eben auch irgendwas Wichtiges von den Plugger.
Ne, und die müssen quasi ihre Köpfe selber entfernen, die Plager, von innen heraus, damit sie sich nicht selber beschädigen. Das klingt für mich plausibel. Habe ich mir aber gerade aus den Fingern gezogen. Macht aber Sinn. Oh, wo kommt der denn her? Meine Güte, direkt neben mir geparkt. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Manchmal haben die schon krasse Teleportationskräfte. Wer wirft denn da eigentlich immer Dynamit? Bist du das? Hui, das war gerade sehr knapp. Ich höre auch schon wieder, dass sich da jemand verwandelt. Jetzt gehe ich mal schnell hier hoch. Nein, hör doch auf, Mann. Du bringst uns noch alle um. Guckt, da habe ich wieder mein Messerproblem. Ihr habt es gesehen, ne? Werde ich nie lernen. Dass ich nicht dahin hacke, wo ich hingucke, sondern wo Leon hinguckt. Ich finde es einfach unintuitiv. Ach, du lebst doch. Was? Ich dachte, die ist tot. Okay. Ah, nee, ich höre noch jemanden. Dann komm mal noch her. Ich hasse das, wenn die einen Pumpgun-Schuss aus nächster Nähe überleben. Ich muss dringend die Pumpgun ein bisschen hochleveln. So, ich gehe jetzt noch einmal kurz durchs Dorf zum Looten und so ein bisschen zum für die Lore umschauen. Aber was haben wir hier für Lore? Das war wahrscheinlich ein Steinbruch, so wie es aussieht. Ne? Wenn man sich die Gerüste anguckt, würde ich sagen, hier wurde aus dieser Schlucht Gestein abgetragen. Eine Mine. Wir können auch mal gucken. Tal heißt es hier einfach nur. Okay. Aber das sieht, denke ich, schon eher so aus, oder? Als wäre hier auch gearbeitet worden. Für einfach nur Gehwege wirkt mir das ein bisschen zu umständlich. Aber ich stecke ja auch nicht in so einem Plugger drin oder andersrum. Insofern, wer weiß, was die sich dabei gedacht haben. Kann ich gerade nicht sehr viel reinlesen. Haben hier tatsächlich Leute gewohnt? Ich glaube, die Gebäude von innen wirken eher wie Lagerräume, ne? Also weniger wie bewohnte Räume. Ne, hier sind auch eher so ein bisschen Arbeitsmaterialien. Okay. Ich meine, hübsch. Ne? Man kann sich, glaube ich, also man kann sich schon vorstellen, dass das mal ein wirklich schönes Dorf war. Stellt euch mal vor, das alles wäre nicht komplett runtergekommen und verfallen, sondern brandneu und schön und gestrichen und ne, dann ist das alles schon sehr hübsch, finde ich. Also ich denke, das war mal gar kein so schlechter Ort für ein einfaches und simples Leben. Gut, den Canyon haben wir hinter uns gebracht. Was auch immer genau gemacht wurde in diesem Tal. Aber es wurde was gemacht. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Gut, ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Den werden wir gleich mal hier benutzen. Ja,
seine elegante Maske. Die Schatzplatzierungen. Ich weiß nicht, ob man sich da zu viel Gedanken machen sollte. Die kommen mir ein bisschen zufällig vor. Warum sollte jetzt hier in dieser Fabrik, in dieser Schatulle, so eine Maske sein? Außer, die wurde halt irgendjemanden abgenommen, der irgendwie aus dem Schloss geflohen ist und so weiter, ne? Aber wir haben jetzt schon die wildesten Schätze gefunden. Ich habe das Gefühl mit dem... Mit den Bonusschätzen, die ich durch den DLC jetzt auch noch kriege, wird das Ganze noch ein bisschen wirrer. Ich glaube, die Schätze... In die Positionierung der Schätze sollten wir, glaube ich, nicht zu viel hineinlesen. Wofür kann ich dich begeistern? Schätze ich mal. Ein hervorragender Deal. Die Reparatur der Messer und der Weste sind am Anfang immer so teuer, dass man sich kaum Upgrades kaufen kann. Die Pistole ist schon, glaube ich, mein Zugpferd. Ich finde das interessant, dass der Händler immer wieder im Plural von sich selber spricht. Und ich frage mich, ob das andeuten soll, dass es mehr als einen gibt, was durchaus sein könnte. Oder aber, ne, ob er halt einfach nur im Plural von sich selber spricht. Beides halte ich für möglich. Hat er den Schuss gerade nicht gehört? Interessant. Dann werde ich den jetzt heimlich... Ah! Ich wollte gerade sagen, werde ich den jetzt heimlich erdolchen, aber nix da. Noch wer? Niemand wird hier heimlich erdolcht. Die sind aber ganz schöne Sniper, ne? Die sind schon ganz schöne Sniper. Guck mal, die hat beim Umfallen gerade die Bärenfalle ausgelöst. Das finde ich nett. Nicht nur mit den Äxten, sondern vor allem auch mit den Armbrüsten. Und überhaupt, immer wenn die irgendwas werfen oder einen Fernkampf benutzen, die sind so krasse Sniper, die Las Plaga. Ich frage mich, ob das die Parasiten machen. Ob die Körperkoordination und die Genauigkeit und sowas irgendwie steigern. Ich würde es fast glauben. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, davon erfahren wir zumindest nichts in dem Spiel. Das wäre wirklich rein von mir. Rein interpretiert in das Verhalten der Plagger. Ah, okay. Ich habe irgendwo Pistolenmunition liegen lassen. Können wir schon noch einpacken. Warum nicht? Hey, das stimmt eigentlich, ne? Kann ich eigentlich... Ah, hey, das Ding wackelt! Das ist ja wahnsinnig. Aber eigentlich ist das voll die gute Idee. Oh, jetzt kann ich den Pfeil nicht mehr mitnehmen. Das ist keine so gute Idee. Ja, ich habe vergessen, ich wollte eigentlich ein paar Messer und vor allem auch die gelben Kräuter verkaufen. Ich brauche die nicht mehr. Ich habe Maximum Energie. Okay, ich mach's jetzt, Leute. Ah, automatische Sortierfunktion. Ich mag nicht, wie der mir die Waffen sortiert. Ich hasse es. Aber wie er die Messer sortiert, ist sehr schön. Das ist sehr schön. Auch die Granaten. Sehr schön, ja. Sehr schön. Na gut. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich mit der Armbrust leise die Raben ausschalten kann und die anderen Raben nicht aufsprenge. Man findet übrigens später im Spiel ein Dokument, in dem auch davon geredet wird, dass Raben mit Plaga infiziert werden können oder infiziert sind. Ich deute das so. Für mich offiziell sind alle Raben in dem Spiel also Plaga-infizierte Wesen. Ne? Vielleicht Träger davon. Wisst ihr, es gibt ja viele Parasiten, die in verschiedenen Lebensphasen in verschiedenen Wirten sind. Wo kommen die denn her? Die sollten eigentlich erst kommen, wenn der Kettensägenkerl alarmiert ist. Ich weiß nicht, warum die schon hier sind. Ist halt zu früh irgendwie, glaube ich. Jetzt habe ich aber Angst, dass ich den Kettensägenkerl in den Rücken kriege. Ah, guck, da kommt er schon. In die Bärenfalle. Das war nicht leicht. Na ja, ich weiß jetzt nicht, Leon.
Wir haben schon Schwereres erlebt, würde ich sagen. So, ich finde es auch ganz nett, dass sie dieses Rätsel aus dem Original wieder übernommen haben, ne? Genau dieses hier, Brunnen erst zumachen, bevor man den Schatz runterschießt, damit er nicht schmutzig wird. Mag ich. Finde ich gut. So. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Der Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstöre die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Das ist im Grunde nur eine Notiz, die uns auf so ein kleines Sammelspiel hier hinweist im Spiel. Denn man kann überall so kleine Salazar-Figuren finden, die man zerstört. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass die Bevölkerung, zumindest die noch nicht infizierte Bevölkerung, von der zum jetzigen Zeitpunkt scheinbar niemand mehr übrig ist, durchaus wusste, dass mit dem Adel was nicht stimmt und die auch verabscheut haben. Hier sind ein paar alte Kartoffeln, die aber tatsächlich teilweise noch essbar aussehen, ne? Also da ist schon noch alles irgendwie. Nahrungsbeschaffung spielt scheinbar schon auch eine große Rolle. So, hier haben wir jetzt wieder dieses Symbol. Dieses Symbol, das mir nicht aus dem Kopf geht. Vier Arme, in der Mitte ein Stab, dahinter sowas wie ein Sichelmond oder sowas. Was? Warum? Irgendwas. Wirklich, das ist für mich das größte Rätsel in Resident Evil 4. Haben sich die EntwicklerInnen irgendetwas bei diesem Symbol gedacht? Und wenn ja, was? Soll es eine Verbindung irgendwie zu Village herstellen? Warum ist die sonst nirgends im Spiel angedeutet? Soll das irgendwie wirklich eine antike Form, eine alte Form des Las Plaga-Symbol sein? Aber was soll es bedeuten? Was soll es bedeuten? Die Hände, die aus der Dunkelheit, ne, der Monddunkelheit, die Hände, die aus der Dunkelheit nach einem greifen, also ausstrecken, die Plagger, die aus dem Boden unter der Burg kommen, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwie wirklich sowas in der Art. Keine Ahnung. Na, das ist aber entweder ein sehr stabiles Nest. Oder der Balken hat eine echt nicht so schöne Hitzone. Das sieht doch auch aus wie was, das man kaputt schießen könnte, sollte, oder? Ich finde schon. Naja, gut. Keine Chance. Keine Chance. Ich finde es übrigens sehr nice, dass der Mercenary-Modus, der schon angekündigt wurde, scheinbar schon Anfang April kommt, am 8. oder so, glaube ich. Ich hätte echt gedacht, das dauert ein bisschen länger, aber scheinbar wurde der gerade so nicht mehr zum Release fertig und wird dann nachgeliefert. Da habe ich Bock drauf, auf den Resident Evil 4 Mercenary Modus. Der war ja in Village halt nur so gut wie das Kampfsystem in Village und wie das Trefferfeedback in Village. Und das war halt einfach mal nett, würde ich sagen, maximal. Guck mal, wartet mal, das ist jetzt. Okay, hier haben wir Knoblauch. Oh, guck mal, die Nahrungsmittel hier sehen aber sehr gut aus. Aber jetzt passt auf. Ein netter Gag, aber auch lore-technisch interessant. Plagger gehen aufs Klo. Ne? Haben wir wieder die Bestätigung, dass die durchaus essen und auch ihren normalen Verdauungstrakt nutzen und so weiter. Macht ja auch Sinn. Der Plagger, der Parasit, braucht Nährstoffe. Er ernährt sich ja offensichtlich nicht von seinem Wirt. Der Wirt stirbt ja nicht. Wir haben die schon wieder den gleichen Hasen. Der Hase, der ist aber oft kopiert. Und der, ne, wer kennt es nicht? Das alte spanische Traditionsgericht. Einfach nur ein Ei in den Ofen legen und auf 180 Grad backen für eine Stunde. Ich glaube, die würden einfach platzen, die Eier, oder? Hey, meint ihr, das sind echte spanische Lebensmittelkonserven? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich wüsste es auch nicht. Naja, genau, ne? Auf jeden Fall sehen wir hier auch Nahrungsverarbeitung, das Eis im Ofen, der Hase wurde gerade geschlachtet, Fleisch hängt von der Decke. Also doch, hier wird gegessen. Wenn auch vielleicht wirklich nur noch so zum Überleben und nicht mehr als Genuss.
Die Wohnung ist auch offensichtlich nass und voller Schimmel. Also da wird sich nicht mehr drum gekümmert. Es geht wirklich nur noch um den Lebenserhalt anscheinend. Nicht mehr um eine Lebensqualität. Es geht nur noch darum, dass die Wirte für die Plager überleben, aber nicht mehr leben. Das hier finde ich ein sehr lustiges und sehr nettes Detail. Guckt euch mal diesen riesen Kleiderständer an. Riesengroß. Mit Hut und Mantel von unserem Bürgermeister so weit oben, ne, weil er so riesig ist. Und auch die Riesenstiefel. Das zeigt mir aber, dass es eventuell auch noch relativ filigranes Kunsthandwerk, nachdem diese ganze Plagergeschichte losging, gab. Ich denke mal nicht, dass der Bürgermeister schon immer so riesig war, oder? Nee, das wäre komisch. Zum Glück hat er hier hohe Decken. So, jetzt gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Alte Fotos. Wir können die Fotos jetzt hier tatsächlich nicht sehr gut erkennen, aber es gibt den Fotomodus und wir können vielleicht mal versuchen, ob wir die Fotos vielleicht im Fotomodus ein bisschen besser sehen können. Okay, das sind offensichtlich einfach Fotos von der Farm, ne, die Farmleute, eine Kuh, Leute bei der Arbeit, nochmal das Kuhfoto. Ah, guck mal hier, Leute beim Angeln, also mit dem Boot auf dem See rausfahren. Ne, der See war für die Leute hier früher eine ziemlich wichtige, offensichtlich Nahrungsquelle. Und hier hinten an der Wand haben wir nochmal sehr viele Fotos von Personen, die die Farm bewohnt haben. Von Pärchen, von Familien. Und auch hier auf den Fotos, die schon relativ alt wirken, ne? Wahrscheinlich war das hier bevor alle infiziert wurden, sehen die Hütten jetzt nicht super gut aus. Das passt ja auch dazu, dass das wirklich eher so ein bisschen sehr hinterweltlerisch alles war. Weil innerhalb von 20 Jahren wäre das alles nicht ganz so runtergekommen. Oh, andererseits haben wir hier tatsächlich auf dem Foto, wisst ihr, weil ich habe mir gerade gedacht, naja, die Fotos werden ja wohl älter sein, weil warum sollten die Plagger noch Fotos voneinander machen? Das macht ja nicht mehr viel Sinn. Aber hier haben wir schon ein Plagger-Symbol und offensichtlich eine Person, eine Frau, jemand mit einem Rock auf jeden Fall, an ein Plagger-Symbol gebunden, ne? Irgendwie. Also ich würde sagen, hier haben wir doch schon Fotos von... Da sehen wir das nochmal, ne? Ach so, nee, warte mal. Nee, das sieht jetzt nur in der Zoom-Stufe so komisch aus. Ja, nee, guck mal, warte mal. Ich gehe aus dem Fotomodus raus. Tatsächlich sind das nur... Das sollen nur Schmierereien sein. Das sah jetzt wirklich... Das sieht aber... Nee, das sind auch keine Schmierereien. Jetzt verstehe ich's. Der hat da so kleine, wirklich, das sind tatsächlich ja aus Holz gemachte Los Illuminados-Symbole, die irgendwie auf die Fotos geklebt oder so wurden oder gesteckt wurden. Damit wurden Leute überklebt. Also das sind ältere Fotos vor der Infektion. Definitiv. Da wurden nur an die Wand eben ganz viele so Symbole und vor allem über Personen und über Gesichter geklebt, interessanterweise. Was ich schon interessant finde. Spannend, spannend. Spannend ist auch, dass der Riss in der Wand sogar durch das Foto geht. Also anscheinend ist das Foto hier in die Wand gebrannt oder so. Da überlappen einfach Texturen. Und hier... Ja, weiß ich auch nicht, was man hier eigentlich sieht. Partyzeit, würde ich sagen. Okay, ich schätze mal, ne? Unser Bürgermeister Vitores Mendes war halt auch mal eine normale Person, ein nicht infizierter Mensch mit Sozialleben. Und das waren die Fotos seiner Bürger, die ihn gewählt haben, zu denen er ein gutes Verhältnis hatte, mit denen er viel Zeit verbracht hat und von denen er natürlich auch Fotos hatte, seine Freunde. Wir sehen ja auch ein Telefon, ne? Wahrscheinlich technologisch das Hochwertigste, was man hier im Dorf findet. Vermutlich das einzige Telefon im Dorf, man kann es sich noch so richtig schön vorstellen. Ich finde es aber interessant, dass hier überall Kerzen stehen. Da sind Glühbirnen tatsächlich im Kronleuchter, okay.
Also das Gebäude hatte hier Strom. Wir sehen hier ein Pärchen beim Essen, am Esstisch, aber mit ausgekratzten Gesichtern. Familienfoto. Endlich. Fleisch unser Fleisch, Blut unseres Blutes. Danke unserem Herrn. Ja, da waren die schon ziemlich deep im Rabbit Hole auf jeden Fall, als das geschrieben wurde. Fleisch unseres Fleisches. So. Dann machen wir mal weiter. Das war schon ein sehr fancy Haus, ne? Auch mit diesen Teppichen und so. Fancy schmancy. Die Kombination kenne ich. Die ist immer gleich. Da müssen wir nicht das Dokument erst suchen. Was auch immer gleich ist, ist der werte Herr, der uns jetzt gleich erwartet, weil wir das gelöst haben. Tja, da habe ich wohl zu viel versprochen. Ist das der aus dem Klo? Okay, Leute, jetzt wird's aber mysteriös. Jetzt passt mal auf. Was passiert auf dieser Toilette? Okay, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn man den Klo-Kerl nicht tötet beim Reinkommen, den hier, wenn man den einfach auf dem Klo sitzen lässt und dann das Rätsel löst und dann zurückgeht, dann kommt der hier ums Eck und ist so ein Zombie mit Genickbruch. Was ist auf dieser Toilette passiert, während Leon das Rätsel löst, damit der sich hier drin das Genick bricht? Auf seinem Plumpsklo. Wie blöd kann man sich bitte beim großen Geschäft anstellen? Ah ja, ein Radio haben wir hier auch. Guckt, stimmt. Haben wir noch ein bisschen mehr Technologie. Ich bin gerade verwirrt, weil ich dachte, wir finden hier ein Dokument, auf dem auch... Aber vielleicht ist das im oberen Stockwerk. Das kann schon sein. Gehen wir mal hoch. Und schauen uns da mal um. Ich muss echt ein paar Messer und die gelben Kräuter verkaufen beim nächsten Mal. Illuminados 4.3. Anscheinend haben die sogar ihre eigene Bibel. Und wir sehen hier auch auf dem Bild in dem Buch, wie quasi Gaben dargebracht werden. Oh, musste gerade niesen. Verzeihung. Illuminados 4.3. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine treuesten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirte sein kräftigstes Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Ich verstehe schon. Ne, der Bauer gibt seine hart erarbeitetes Getreide und der Schweinehirte sein bestes Schwein. Und die arme Alte, die gibt halt das Kind weg. Ne? Das verursacht ja nur Kosten, ist eh ganz klar. Das macht natürlich Sinn. Insofern gewinnt die quasi dadurch. Ne? Ganz schön clever, die verarmte Alte. Die ist nicht mehr lange verarmt, wenn die so weitermacht. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Genau, im Grunde kann man das auch so ein bisschen als Metapher sehen, ne? Das ist auch jetzt hier eine, die Geschichte, die hier so ein bisschen erzählt wird. Wir sehen ja, dass in dem Dorf sehr viel Nahrungsverarbeitung stattfindet. Farmen werden betrieben, es wird ganz viel gekocht, es ist überall Nahrungsmittel, die halt nicht mehr sehr fresh aussehen, aber die alle in ganz normaler, ständiger Arbeit vollrichtet werden, in sehr geistlose Arbeit, wie man merkt. Diese Hüllen ihrer einstigen Selbst, diese Infizierten, sind im Grunde nur noch Arbeitsmaschinen, um Nahrung zu erzeugen. Und diese Nahrung geht dann eben an den Kult, an alle, die zu diesem Kult gehören. Und am Schluss haben wir dann die verarmte Alte, die ihr Kind gibt. Auch das werden wir noch öfter lesen, dass auch immer mehr Menschen quasi dem Kult, den Los Illuminados und Settler, gebracht wurden, wirklich auch. Ich würde vermuten, das ist einfach nur ein religiöses Bild, oder? Das hat wahrscheinlich keine weitere Bewandtnis. Auch hier die Fotos, die hier an der Wand hängen, sind im Grunde nur wieder diese typischen Bilder, die wir unten auch schon gesehen haben. Ja, Landschaftsbilder, Gebäude, Personen bei der Arbeit,
Vielleicht würde ich jetzt mal sagen, war unser Vitoris Mendes Hobbyfotograf, bevor er zu dem wurde, was er jetzt ist. Ich würde es sagen, ne? Weil wir haben hier eben nicht nur, das ist schon interessant eigentlich, wir haben hier eben nicht nur wirklich Bilder von Personen, die da, die einfach posieren, sondern wir haben auch wirklich so ein bisschen ästhetischere Bilder, wie zum Beispiel das hier von einem Mann bei der Arbeit, wie er Wasser aus diesem Trinkbrunnen schöpft. Wir haben hier diese zerstörte Ruine an der Fabrik. Warum sollte man die fotografieren, wenn man nicht interessiert ist an der Ästhetik, ne? Und das hier aufhängen. Da das Foto eben schon vor langer Zeit gemacht wurde und die Fabrik da schon so zerstört ist, würde ich auch mal vermuten, dass dieses Dorf vor langer Zeit hier mal eine Industrie hatte, aber die schon lange bevor die Los Illuminados kamen, quasi nicht mehr aktiv war. Ich schätze, die Fabrik ist schon sehr viel länger verlassen und sehr viel länger in dem Zustand. Oh, ich habe irgendwie... Ach, ich bin echt... ich bin so verplant, ja, weil ich halt so auf Beobachten und auf Lore aus bin. Aber wenn wir das Rätsel hier lösen, sollten wir die Kugel nehmen. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch unser Zombie-Freund. Ja, genau. Okay. Das hat mich verwirrt. Okay, dann hat das nichts mit der Toilettenperson zu tun. Ich nehme... Oh, okay. Es hat doch mit der Toilettenperson zu tun. Toilettenperson, was machst du nur? Also, man kann lore-technisch festhalten, die Ganado sind wortwörtlich zu dumm zum Scheißen. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Eieiei. Heute werden wir aber wieder infantil. Finde ich gut. Muss auch mal sein. Okay. Aha, hier haben wir das Tagebuch, ne? Aufzeichnungen des Dorfes Band 3. 10. Oktober. Leider steht keine Jahreszahl dabei, finde ich super spannend. Aber gut, das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. 8. Dezember, erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen. Aber Lord Sadlers Befehle sind absolut. 30. Januar, 30 Bewohner verhungert, 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Sadler ausgewählt. Also, ich nehme an, 6 weitere Personen, die wahrscheinlich irgendwie an Lord Sadler geopfert werden oder, ne, wer weiß, ob hier auch Kannibalismus gepflegt wurde oder ob es sich hier um die Experimente handelt, die ja eben auch in Sadlers Namen durchgeführt wurden. 8. April. 8 weitere heute. Unbekanntes Datum 4 weitere heute, unbekanntes Datum 11 weitere heute. Unbekanntes Datum, 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Also hier werden anscheinend wirklich rituelle Opferungen durchgeführt. Zu welchem Zweck genau, frage ich mich bis heute, ehrlich gesagt. Mal gucken, ob wir dabei genauerer Beobachtung einen wirklichen Grund finden. Vielleicht ist Sadler einfach nur crazy. Aber es wurden scheinbar wirklich hier jeden Tag 4 bis 11 Personen am Tag geopfert, bis sich zum Glück mal 2 Ortsfremde in das Dorf verirrt haben. Dann wurde niemand aus dem Dorf umgebracht. Da haben wir ihn, unseren Lord Sadler. Er hat aber auch ein maßgeschneidertes Bett in Übergröße. Das heißt... Plaga, Ganados-Infizierte gehen nicht nur auf die Toilette, sie schlafen auch. Oder? Ich denke zumindest, dass das wahrscheinlich nicht alt ist. Hier sieht es auch noch relativ gepflegt aus.
Es war ja auch im Original so, dass es mehrere Kontrollplagger gab. Ich weiß nicht, ob das im Remake noch so ist. Ich denke, hier ist tatsächlich Saddler der Einzige, der eben diesen sehr speziellen Kontrollplagger hat. Ich glaube tatsächlich der Bürgermeister und Salazar nicht mehr. Und ob Krauser infiziert ist, zu dem kommen wir noch. Da gibt es eine sehr interessante Szene, die das meiner Meinung nach zumindest stark impliziert. Ne? Aber da, boah, weiß ich nicht. In meinem Blut? Finde ich nicht so gut. Auch die Stimme von Mendes, die Deutsche, ist irgendwie zu jung, ne? Zu jung, zu hell. Als hätten die gesagt, hey, stellt auf keinen Fall Synchronsprecher oder Synchronsprecherin über 30 an, egal wie alt der Charakter ist. Ganz komisch, finde ich das. Aber gut, okay. Kapitel 2 ist beendet, dann würde ich sagen, machen wir auch für heute Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, diese Reise durch Resident Evil 4 und vor allem auch die Resident Evil 4 Lore im Fokus macht euch Spaß. Ich versuche, dass wir das vielleicht jetzt wirklich täglich fortführen, kann es aber nicht versprechen. Gerade jetzt am Wochenende kann es sein, dass vielleicht doch nur eine Folge oder vielleicht auch keine mehr kommt. Ich weiß es nicht, aber da es wahrscheinlich eh nicht so viele Folgen werden, wir kommen doch recht zügig durch, bleibt uns die Reihe so wenigstens länger erhalten. Danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.